Jetzt haben wir's. EVA Report. So, jetzt renne ich zum Luftfahrer zurück, weil da ist der andere EVA Report drin und dann versuche ich mal diese beiden höher gelegenen Punkte irgendwie zu erreichen. Ich hoffe nur inständig, dass das erhalten bleibt, wenn ich jetzt die Vessel recovere. What? Also habt ihr... Was zum Teufel ist da gerade passiert? Jetzt kam es im Stream. Super. Willkommen nochmal. Nein, Jebediah ist tot. Und... Nein. Warum? Ja, was war das denn? Körbelwandertag ist auf immer vorbei. Jebediah ist von uns gegangen. Habe ich hier irgendwo noch einen Quicksave? Wahrscheinlich bin ich da noch geflogen und stürze jetzt volle Kanüle ab. Nee, es geht. Jetzt muss ich den anderen Punkt nochmal holen. Nicht umkippen, Flugzeug, verdammte Axt. Ist er vor Anstrengung geplatzt? Ja, wahrscheinlich. Der Körbelkopf zu rot geworden und ist auseinandergeflogen oder so. Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Versuch's jetzt nochmal vorsichtig mit dem Flugzeug da irgendwie hinzukommen. Puh. So ein Mist. Chip hat nichts zu essen bekommen. Ja, das Feature ist, glaube ich, noch nicht eingebaut worden, dass man wirklich Live-Support braucht. Eigentlich schade, denn das ändert vieles, gerade auf Langzeitmissionen, wenn man zu anderen Planeten fliegt, wenn man dann Live-Support braucht. Und halt Luft in den Kabinen und so weiter. Aber hier ist es jetzt nie das Problem. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Wahrscheinlich ist er gefallen oder so. Durch den Time Warp zu schnell gefallen und dadurch ist er kaputt gegangen. Irgendwie so. Aus Sicherheitsgründen, aus Gründen, ich lasse das Ding jetzt hier einfach mal stehen und laufe. Das, so weit ist es ja nicht weg. Muss ja nur da runter und dann wieder hoch. Mein Gott. In der Hoffnung, dass Jebediah... Ich muss ja nur da runter und dann wieder hoch und dann ist das Flugzeug weg. Gibt das Mod Life Support? Ja, habe ich auch schon gesehen. Flugzeug, bleib jetzt dort, bitte. Flugzeug, wandere bitte weg. Ey, ihr wollt mich doch verarschen hier. Soll ich jetzt echt in Echtzeit hier runterlatschen?
Nur weil das Spiel mal wieder irgendwie einen Spaß daran hat, mich zu trollen. Geht nicht, es ändert auch nichts, wenn ich langsamer warpe. Rutscht einfach weg. Ulkiges Spiel. Bin ich wenigstens auf doppelter Geschwindigkeit. Dann rennen wir halt so den Berg runter, wenn es sein muss. Meine Güte. Nix, 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 nix. Und nicht stolpern, Jeb. Du weißt, du bist gebrechlich, warum auch immer. Irgendwo wird das Flugzeug schon sein dann. Oder kaputt. Wahrscheinlich kaputt. War doch hier unten irgendwo, oder? Bisschen weiter nach da vielleicht. Lauf, Jeb, lauf um dein Leben. Was man natürlich auch machen könnte, ist uns einfach ein Auto bauen und hierhin fahren. Allerdings habe ich noch keine motorisierten Räder. Aber das wäre prinzipiell auch eine Möglichkeit, solche Aufgaben so zu lösen. Auto bauen, hierhin fahren, fertig. Fertig. Bin nicht richtig, richtig, ne? Ich bin hier schon ein bisschen zu weit nach. Wo auch immer, Süden gelaufen. Mehr östlich hier. Ich glaube, jetzt steht das Flugzeug. Haben die eigentlich die Kollisionsabfrage, diese Bäume? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, da fliegt, kann man durchlaufen. Die sind einfach nur Ziele. Tschum, genau. Die sind auch ganz schön groß dafür, wie groß der Körbel hier ist im Vergleich dazu. Oder Kürbis sind sehr, sehr klein, aber ich glaube eher, die Modelle der Bäume sind ein bisschen groß geraten. Jawohl, haben wir den ersten Punkt erreicht. EVA Report, danke. Zurück zum Flugzeug, so weit wie möglich dorthin fahren mit dem Flugzeug und dann. Wir wissen ja, dass er jetzt da eher weiter oben ist, der Punkt. LTAC, wenn du weißt, also wenn du dich schon ein bisschen besser auskennst mit Kerbal und wenn du mit Mods spielst und gerade mit Live-Support und so, dann kennst du das vermutlich. Weißt du, ob die hier immer noch abgeschlossen sind, wenn ich jetzt dann Recover Vessel mache? Denn ich schaff's mit dem Flugzeug nicht auf 16.600 Meter zu fliegen. Deshalb würde ich gerne die beiden abschließen und dann ein anderes Vehikel bauen, mit dem ich die Höhe erreiche. Ich bin mir da nicht sicher. Es sieht ein bisschen so aus, es kommt ja auch immer die Meldung, dass ich jetzt einen Parameter abgeschlossen habe. Weiß es nie.
Es ist ehrlich gesagt nie. Letztendlich kann ich jetzt nichts dran ändern. Ich muss dann zurück zum Space Plane Hangar. Zum Space Center, meine ich, denn kommt er nicht so hoch damit. Super. Mal wieder da. So, wo ging das jetzt mit dem Hochklettern? Ich bin ja von hinten rangekommen, ne? Okay, das ist irgendwie buggy. Fall da wieder runter. Zack, wunderbar. Store Data und Board. Dann roller mal hier mal den Berg hoch ein bisschen. Oh, das Triebwerk ist noch aus. Das sollte ich vielleicht anmachen vorher. Na los, gib mir Schub. Nicht so schnell. Nur mal laut gedacht speichern. Ja, gut laut gedacht. Hau ich mal auf F5 am besten gleich nochmal. Ach so, ich muss stehen, um, wenn ich speichern will. Steh, save, Autosaving kommt auch gerade, wunderbar. Du hast auch gerade erst angefangen, okay, und da startet man gleich direkt mit Live-Support durch. Das ist natürlich eine Aufgabe. Wir sind auch auf YouTube. Ich bin nicht alleine, wir sind da zu viert und spielen einige andere Spiele, nicht Kerbal. Kerbal habe ich mal angefangen, da hatte ich dann Probleme mit dem Speicherstand und dann. Das war aber noch in der Alpha-Phase. Könnte ich eigentlich theoretisch mal wieder loslegen, aber eigentlich ist das ja hier gerade so eine Live-Let's Play-Karriere, Kerbal Space Program-Dings. Ja, auf YouTube spielen wir, zwei andere von uns spielen Minecraft gerade zusammen und ich selber und noch ein Kumpel spielen Guild Wars 2. Und den Bausimulator haben wir gerade noch am Laufen, zu dritt im Koop, was unheimlich lustig ist, weil das Spiel halt so lustig buggy ist. Was noch? Das ist jede Menge Borderlands 2 haben wir im Koop zusammengespielt und Weihnachten, um die Weihnachtszeit haben wir immer so ein Adventskalenderchen laufen. Gerade ist keine Weihnachtszeit, ich weiß, aber ich sag's nur. Genau. Einfach mal reingucken, sind 2100 Videos oder so. Macht aber mehr Spaß mit Live-Support. Ja, es ist herausfordernder, sage ich mal. Ich möchte es dir nicht verbieten. Ich persönlich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, ob ich Mods installiere oder nicht, weil sobald ein Update kommt und so, dann hat man wieder Probleme mit Kompatibilität und sowas. Ja, es sollte jetzt vielleicht besser werden nach dem 1.0er Release, aber mal sehen, hoffentlich. Hoffentlich, hoffentlich. Hab dein Abo. Vielen Dank. Das freut mich natürlich. Gerne auch mal reinschauen. Oh, wir haben den Punkt schon erreicht. Mann. Gerne auch mal in die Videos reinschauen. Klein, aber fein, würde ich sagen, unser Kanal. Das sagt wahrscheinlich jeder von seinem Kanal, aber außer vielleicht die Großen. So, EVA Report. Danke, Store Data. Dann hoffe ich jetzt, wenn ich jetzt auf Recover Vessel klicke, dass das Ding wieder, dass das Ding noch gespeichert wird. Na komm, climb. Das ist, glaube ich, sogar neu, dass man hier hochklettern kann. Früher musste man sich mal zusehen, wie man da wieder hochkommt auf das Flugzeug. Geschafft? Na.
Hier fehlt leider noch diese 16.600er, die beiden Marken. Ich hoffe, dass. So, later. Och nee, jetzt komm, veralber mich jetzt nie. Ich kann hier nur eine Datenpack reintun in die Gondel. Oh Gott. Ich hasse dieses Spiel. Wenn ich jetzt boarde, dann muss er eins dumpen. Wisst ihr was? Dann mache ich das irgendwann mal nochmal alleine an diesem Punkt. Und recover jetzt die Vessel und hoffe, dass es wieder da ist. Ah, okay, cool. Ja, die sind jetzt tatsächlich beide noch aktiv. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Super schön. Das war komisch. Ich sag das nie wieder. Und dann versuchen wir mal die anderen. Vielen Dank für das Follow, LTAG. Freut mich. Dann versuchen wir mal die anderen Punkte mit dem Luftfahrrad 1.0 zu erreichen. Sollte eigentlich drin sein. Wenn ich hier jetzt das kleine Triebwerk zum Beispiel noch ranmache, das war ja so sowieso angedacht, dann sollte das eigentlich drin sein. Musste ich jetzt noch irgendwelche Anpassungen vornehmen, damit es besser fliegt? Eigentlich war alles okay, soweit. Datendings aktivieren. Was für ein Datendings? Ach so, vielleicht ja, versenden die Daten, das kann ich noch nicht. Ich habe keine Antennen dran, besser gesagt. Was ich aber, meinst du mit Datendings, vielleicht das Datendings zum Datendingsen? Kerbal Engineer? Wenn du es nicht gemeint hast, hast du mich trotzdem gerade dran erinnert und ich danke dir dafür. Das Datendings, wo packe ich denn das mal hin, das Datendings? Hier oben drauf. Im Multiplayer macht es auch Spaß. Ich habe das noch nie im Multiplayer gespielt, weil ich immer ein bisschen Angst hatte, dass es zu buggy ist im Multiplayer, muss ich sagen. Bin ich mir nicht sicher. Muss ich mal probieren vielleicht, ja. Das ist kyrillisch und das kann ich nicht lesen. Tut mir leid. Nee, ich habe noch keine besseren Lufteinlässe. Aber ich hoffe einfach, dass der Raketenantrieb mich auf die letzten 1000 Meter, 6000 Meter bringen kann. Multiplayer ist auch nur eine Mod. Aber das wird jetzt der Chat gleich schreiben, denke ich. Das ist eher in einem Chat durch, als dass ich das gesagt habe. Multiplayer ist auch nur eine Mod. Ja, Mod-Support über Steam wäre ganz nice. Das stimmt. Nein! Ich bin ja wieder in einem Flugzeug, was so gerne mal ein bisschen rumtaumelt. Habe ich ganz vergessen. Hallo, Kosmonaut. Aha. Okay. Ich kann es trotzdem nicht aussprechen, Ratok. Danke, dass du es in den Google-Übersetzer reingehauen hast, aber ich kann es trotzdem nicht aussprechen, was das heißt. Schön. Okay, vorsichtig Richtung Ziel drehen und nicht ausbrechen. Das ist, glaube ich, echt einfacher. Ich habe nicht so viel Pitch, dass das Ding ausbrechen. Na doch, hab ich. Hab ich, pop hab ich. So, fliegen wir mal Richtung Quest.
Es ist ganz schön weit oben, muss ich sagen. Toi, 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 dass das kleine Raketentriebwerk uns da hochschießt. Was ich prinzipiell machen könnte, ist, die beiden äußeren Tanks und die Rückenflosse absprengbar gestalten und dann einfach. Oh, hier ist was ganz Schlimmes drin. Und dann einfach das wegschmeißen und das Ding als Rakete weiterfliegen. Das wäre möglich, aber man muss es nicht übertreiben. Es klappt schon irgendwie. Naja. Speichern kann ich auch einfach hier F5. Aber ich weiß, was du meinst. Die Antenne zum Datenschicken wäre nice. Die müsste ich mal dran machen. Problem ist dabei, dass